Die Bürger sollen wieder frei durch die Straßen wandern. Oh. Jetzt habe ich meine Assassinen auch wieder. So, dann laufen wir mal wieder ein bisschen. Denn wir müssen, wie wir alle wissen, zu Sophia gehen. Der darf nichts passieren. Würden wir uns nie verzeihen. Ist auch wirklich so. Nettes Mädchen. Wie gesagt, entfachte uns wieder eine neue Art der Liebe. Ja, ich bin ja auch kein Gaukler. Ich bin ja... Ich mache alle meine Stunts selber. Ich bin im Dauerlauf, Alter. 43 Meter noch. 43 Meter. Boah, hier sind ja noch. Hier sind ja schon meine Assassinen. Alles klar. Dann beginnen wir die weitere Mission. Entdeckung. Prinz Achman hat gedroht, Sophia etwas anzutun. Finden, beschützen Sie sie. Wenn angegriffen, fünffach im Nahkampf eliminieren, ohne getroffen zu werden. Oh nein, Yusuf! Yusuf! Ihr habt euch die Ruhe verdient, Bruder. Requiescat in pace. Brüder, Schwestern, die ganze Stadt lehnt sich gegen uns auf, während Yusufs Mörder vom Arsenal aus zuschaut und lacht. Kämpft mit mir und zeigt ihm, was passiert, wenn man die Wege der Assassinen kreuzt. Yusuf, guter Typ, leider gestorben. Ja, sind wir wieder im Arsenal. Prinz Ahmed, wo seid ihr, Freund?
Lasst ihn! Ruhe hier lang, verdammt! Ich nehme die Beine in die Hand! Los, los! Verdammt, er entkommt uns! Oh, ich hab mein optionales Ziel schon beendet. Boah, wir sind richtig krass. Los! Jetzt Zugriff! Wo ist der lang? Ich sehe! Du warst lange genug ein Dorn in meinem Fleisch, Assassine. Deine Zeit ist gekommen, Assassine. Und du denkst, der nächste Sultan wäre ein leichtes Opfer? Wo ist sie? Diese Wut. Wo ist sie? Falls ihr denkt, ihr könntet verhandeln, dann tötet mich, und zwar schnell. Schade, dass es so weit kommen musste. Zwei Männer, die Freunde sein sollten, streiten um die Schlüssel zu einer Bibliothek. Wir haben beide dasselbe Ziel, Ezio. Nur andere Methoden. Erkennt ihr das nicht? Frieden, Stabilität und eine Welt, in der die Menschen ohne Furcht leben. Menschen suchen Wahrheit, ja. Doch auch wenn sie sie haben, erkennen sie sie nicht. Wie bekämpfen wir derlei Ignoranz? Freiheit mag chaotisch sein, Ahmed. Aber sie ist unbezahlbar. Natürlich. Und wenn alles zerbricht und das Licht der Zivilisation verblasst wird, Ezio Auditore sich aus dem Dunkel erheben und stolz verkünden, ich blieb meinem Credo treu. Ich öffne diese Bibliothek und finde den großen Tempel. Und mit der dort versteckten Macht werde ich den Aberglauben zerschmettern, der die Menschen trennt. Nicht in diesem Leben, Ahmed. Bringt die Siegel zum Galataturm, wenn ihr soweit seid. Tut dies, und Sophia wird verschont. Die Armee meines Bruders wird bald hier sein, Ezio. Und danach ändert sich alles. Wie lange seid ihr schon hier? Lange genug. Ich ließ Ahmed seit seiner Rückkehr verfolgen. Doch ich rechnete nicht mit so etwas. Und was denkt ihr jetzt? Er ist ein ehrlicher Mann. Doch seine Templer-Fantasien sind sehr gefährlich. Sie halten der Wirklichkeit nicht stand. Die Welt ist ein Flickenteppich aus vielen Farben und Mustern. Ein gerechter Führer sollte das feiern und nicht dagegen vorgehen. Er fürchtet die Unordnung, die aus Unterschieden entsteht. Deshalb schaffen wir Gesetze für alle. Einen Kanon, der für alle gleichbindend ist. Cesatem, zurück! Halt, Soldat! Dieser Mann ist nicht unser Feind. Es wäre eine Herausforderung, einen Sohn wie euch zu haben. Ihr seid noch nicht tot, alter Freund. Ezio, verschont meinen Onkel, wenn ihr könnt. Würde euer Vater... Nein. Alles klar, Süleyman. Alles klar, Süleyman. Ist gut, dann gehen wir direkt, und zwar direkt, habe ich gesagt, zur nächsten Mission, denn ich will das so schnell wie möglich hinter mich bringen jetzt. Vielleicht schaffe ich es ja auch noch so schnell wie möglich. Oh, wieder ein Assassiner von mir. Wie laufe ich denn eigentlich? Bin ich orientierungslos? Oh, 3. Was ist denn mit mir los? Alles gut mit mir oder so? Beeilung! Den Bastard müssen wir kriegen!
Ganz ruhig. Ich will hier rein, damit ich die Schnellreise benutzen kann, wenn es hier eine gibt. Gibt es hier eine Schnellreise? Es gibt hier keine Schnellreise, oder? Nee, schade. Vielleicht dachte ich, vielleicht gibt es hier drin irgendwie eine Schnellreisefunktion oder sowas. Wollen wir mal kurz. Ich kann auch Furunkel. Husten. Alles klar, so. Dann gehen wir ins Hauptquartier. Gehen wir ins Hauptquartier und schlachten einen Plan aus. Machen einen Plan. Genau. Der Austausch. Sammeln Sie die Massiv-Schlüssel für den Austausch ein und bringen Sie sie zu Ahmed, um Sophia zu retten. Bounce. Okay. Ja, ich hätte vielleicht nochmal hier meinen Kenntnisstand ein wenig runtersetzen sollen, aber fuck drauf. Gehen wir noch gerade zum... Mache ich es gerade wirklich noch? Imperialisten einen byzantinischen Aufstand in Konstantinie anzuzetteln. Okay, vielleicht muss man kurz mal weglaufen. Dass ihre Durchlauf Sultan Bayezid die Herrschaft. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Herold. Nämlich halt den. Eine ansehnliche Belohnung erwartet alle Bürger. Warum hört ihr niemand auf? Yes. Guter Trick. Los, schnappt ihn. Sofort! Niemand darf hier oben sein!
So. Begeben wir uns zum Begräbnis. Mentor. Jetzt sollte die Zeit sein, sich zu erinnern und zu trauern. Ich weiß. Doch unsere Feinde erlauben uns diesen Luxus nicht. Yusuf hielt sehr viel von euch, Assassine. Und ich habe keinen Grund, sein Urteil anzuzweifeln. Werdet ihr die Kraft finden, diese Männer und Frauen zu führen und dabei die Würde des Ordens zu bewahren? So wie Yusuf es mit Leidenschaft tat? Es wäre mir eine Ehre. Bene, ich bin froh. Unser Feind ist nah. Nehmt die Position um den Turm ein. Dann wartet auf mein Kommando.